Hallihallo ihr Lieben, ich bin es wieder, eure Mandy. In dem Video Roomtour und Pimp My Playmobil hatte ich angekündigt gehabt, dass ich drei Geschäfte selber bauen werde und heute zeige ich euch, wie ich dies gemacht habe. Hier seht ihr schon mal ein Geschäft und zwar, dies ist ein Blumenladen mit dem Namen Maiglöckchen. Das zweite Geschäft ist eine Bäckerei und das dritte wird ein Friseursalon. Leider sind die Teile noch nicht da, die ich bestellt habe, aber das ist ja nicht so schlimm. Okay, wollen wir anfangen. Wir brauchen zuallererst die Bodenplatte und die hat die Maße 18 x 27 cm. Es genügt, wenn ihr nur eine Bodenplatte zuschneidet und nicht, wie ich immer, alles gleich dreimal macht. Auf jedem Baumarkt gibt es solch ein Hobbyglas zu kaufen. Ich habe jetzt eins mit den Maßen 25 x 50 cm genommen. Und dies habe ich mir genau mit denselben Maßen 18 x 27 zugeschnitten. Beim Zuschneiden des Hobbyglases fragt ihr bitte eure Eltern, macht das bitte nicht alleine. Wie das funktioniert, schreibe ich in die Videobeschreibung. Und wenn eure Eltern schon einmal dabei sind, das Hobbyglas zu schneiden, sollen sie euch bitte auch gleich noch eines mit den Maßen 13,5 x 18 zuschneiden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch noch zweimal ein Rechteck aus Pappe zuschneiden, ebenfalls mit den Maßen 13,5 x 18 cm. Auf dem Baumarkt in der Holzabteilung könnt ihr kaufen eine Quadratleiste aus Kiefer mit den Maßen 5x5 x 900 mm. Davon brauchen wir zwei kleine Stecken mit der Länge 18 cm. Bevor wir nun alles miteinander verkleben, solltet ihr allerdings schon einmal den Fußboden mit eurer Lieblingsfarbe angemalt haben oder ihr beklebt ihn einfach. Das gleiche macht ihr mit der einen Seitenwand aus Pappe und das Ganze verkleben wir nun mit Heißkleber. Klebt als erstes die Seitenwand aus Pappe an die kurze Seite der Bodenplatte. An die lange Seite der Bodenplatte klebt ihr das Bastelglas mit den Maßen 18 x 27 cm. Und an der freien kurzen Seite der Bodenplatte klebt ihr die Bastelglasplatte mit den Maßen 13,5 x 18 cm hin. Und zur Verstärkung habe ich mir die zwei Holzstecken jeweils in die Ecke hineingeklebt. Damit mein Laden auch ausschaut wie ein abgeschlossener Raum, habe ich mir noch diese Wand gebastelt. Dazu habe ich mir zwei Papprechtecke zugeschnitten mit den Maßen 18 x 27 cm. Und gleich noch die Aussparung für die Türe hineingeschnitten. Eine Pappe beklebt ihr oder malt ihr nach euren Vorstellungen an. Und hier habe ich noch ein kleines Stück von meinem Bastelglas über und das wird meine Türe. Klebt nun beide Pappen aufeinander. Falls ihr auch eine Glastüre haben wollt, vergesst diese bitte nicht dazwischen zu legen. Diese Wand wird allerdings nicht mit Heißkleber befestigt, sondern sie wird einfach nur hinten dran gestellt. Und schon ist euer Geschäft fertig. Ich habe meinen Blumenladen schon einmal eingerichtet und so sieht das Ganze nun aus. Falls ihr Fragen haben solltet, stellt sie bitte unten in den Kommentar. Ich hoffe, euch gefällt mein Video. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich von euch und sage ciao ciao, eure Mandy. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Videos von der Familie Mattes und über den runden Button kannst du uns kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.